Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Trains in World 4 und drehen mal wieder gemeinsam eine kleine Biege. Also ab zu den Zügen via Streckenauswahl und heute mal wieder rauf auf die Hauptstrecke Hamburg-Lübeck. Haben sich so einige von euch in der nahen Vergangenheit immer wieder gewünscht und euer Wunsch sei mir Befehl. Driften wir mal wieder ein Ründchen über die Gleise von Hamburg nach Lübeck oder andersrum. Wie so oft fahren wir nach Fahrplan, heute mal wieder mit der serierlichen Baureihe 101 in der Lackgebung der Polizeiberatung. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier gleich alles funktioniert oder ob es ein bisschen buggy ist. Wir probieren es einfach mal aus und fahren nach Fahrplan um 12.17 Uhr über 40 Minuten von Hamburg nach Lübeck bei dynamischem Wetter am 28. März. Und wie immer gilt, PZB, Sie von Kurse, meine Freunde, oder immer nicht. Wir werden es gleich sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und sage, auf geht's. Und bevor ich noch zu Ende sprechen kann, seht ihr schon, das funktioniert dann mal nicht. Schade Schokolade. Gehen wir nochmal raus und starten nochmal neu rein. Kurzen Moment bitte. So, zurück im Hauptmenü zu den Zügen, Strecke Auswahl, Hauptstrecke Hamburg-Lübeck nach Fahrplan 101 und dann fahren wir eben nochmal Back on Track oder Bauhaus. Auf die Bauhaus hätte ich auch Bock, bin mir aber auch nicht sicher, ob die funktioniert. 12.17 Uhr, 40 Minuten, Lübeck-Hamburg und direkt rein. Die geht jetzt, das soll einer verstehen, vorhin eben beim Probelauf, ich starte immer einmal oder lade einmal das Game zur Probe, ob alles passt vor dem Video, da ging es genau mit der Bauhaus-Lackgebung nicht, jetzt geht's, dann gucken wir es uns an, ich freue mich. Also 609,9 Tonnen zu Gesamtgewicht bei 11 Zugeinheiten, bei 275,2 Metern Zuggesamtlänge. Check und wir haben noch knapp 2 Minuten bis zur Abfahrt, heißt Richtungsschalter gesteckt und nach vorne, Türen links entriegelt, um mir erstmal aus- und einsteigen zu lassen. Dann gucken wir uns mal unser Arbeitstier von außen an. So schaut die gute aus. Sehr nice, habe ich noch nie gesehen. visitdessau.de. Was ist denn das für eine Adresse? 100 Jahre Bauhaus, Schauplatz, Spielraum, Meilenstein, Dessau eben. Okay, da muss ich mich nochmal informieren, wie hier das alles zusammenhängt, was hier auf dem Lack drauf zu sehen, zu lesen ist. Ich glaube, wir sind falsch aufgebügelt, oder? Wie ist das? Würde ich so sehen, würde ich gleich mal ändern. Andernfalls korrigiert mich natürlich im Nachgang nochmal in den Kommentaren. So, also wir machen Hauptschalter raus und wir senken den Stromabnehmer. Der kommt noch nicht runter. Dann erheben wir uns mal von unserem Hocker und machen mal hier hinten bei Stromabnehmer auf zurück, weil ich der Meinung bin, das ist denn der hintere. Und gucken nochmal kurz. Der vordere ist auf jeden Fall jetzt unten, verstanden. Und wenn wir jetzt den wieder hochnehmen, dann müsste sich der hintere heben. Check! Checko, der Vollprofi. Sehr nice. Okay, so machen wir es. Hauptschalter schließen. Dann den hier. Aufgesperrt, den Bremsschlüssel nochmal erhoben, damit wir noch hier hinten PZB, SIFA, LZB, SIFA, PZB, LZB alle reinklinken können. Dann hämmern wir uns wieder auf den Sitz, machen hier unten noch die AFB an. Junge, was eine Action. Die kommt auch gleich rein, perfekt. Dann stellen wir die AFB schon mal auf VMAX 40, beziehungsweise ein bisschen Puffer auf 35. Und wir sind zur Abfahrt bereit. 8 Sekunden bis zum Start, Türen schließen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Sehr nice. Oh, wir haben was vergessen, Freunde. Wir müssen noch hier schnell Spitzen... Signale. Jetzt haben wir es aber. Rein auf den Hocker. Nochmal der letzte prüfende Blick. Ja, so schaut es gut aus. Und dann können wir los. Was eine Hektik im Führerstand. Ist halt so. SIFA ist hier. Und ich wünsche euch eine gute Fahrt. Schön mit der 101. Immer nett. Oh, die ist so gut. Ist sie wirklich. Zugbeeinflussung. 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 So, wir sind unterwegs. Kleine Spotterei, trauen wir uns das? Come on, mit der Bauhaus-Lackgebung müssen wir es einfach machen.
Jetzt muss ich nachher erstmal glatt googeln, ob sie so wirklich gab, aber wird schon, gell? Man dreht mir ja hier keinen fiktiven Mist an. So. Weiterhin VMAX 40, wir sind mit 35 unterwegs. Denke ich, kann nicht schaden. Vorsicht ist die Mutti der Porzellankiste, wie es immer so schön heißt, gell? Sifa. Schöne Ausfahrt. Alles perfekt gemeistert, Freunde. Ich freue mich ja, wenn ich hier so ein bisschen rummachen kann. Knöpfchen hier, Schalter da, umgebügelt, Ping-Pong-Pang. Und wenn es denn funktioniert, sehr nice. Ist bei mir nicht immer so und bei Weitem war es schon nicht immer so. Von daher umso schöner, wenn es denn jetzt mal so ist und funktioniert. So, wachsam, befreit, wachsam hin und her. Wir sollten dann gleich hoch dürfen auf VMAX 60. Was für eine schöne Ausfahrt. Ich bin hellauf begeistert. So, ich habe mir auch wieder meine Kommentare aufgemacht, Freunde. Ich hänge immer noch ein bisschen hinterher. Wir schauen heute mal auf eure Kommentare aus dem Transim World Video Folge 124. Karlsruher Kopf auf, wo sind wir gefahren? Oldenburg-Bremen, oder? Denke ich mir. So, VMAX 60, AFB auf die 60 eingerastet. Leistung auf 95%. Da, oh, die ist so gut. Die ist wirklich so gut. Es gibt so viele Loks, die fahren sich einfach Butter. Butterweich. Asterbohne, sauber weg. Sehr, sehr cool. Zugbeeinflussung. So, VMAX 100, davon nochmal schnell gespottet ein Ründchen hier. Wupp. Und die ganze Garnitur sieht einfach mega aus. Hä? Wir haben Sandwich. Deswegen war auch... Wir haben den Sandwich. Wir haben den Sandwich. Muss mir erstmal einer sagen. Deswegen waren wir auch andersrum gebügelt, wobei das beim Sandwich nicht relevant ist, oder doch? Jetzt bin ich noch einmal mehr verunsichert. Hoffentlich habe ich mich nicht hier falsch gefeiert. Naja, wenn schon. Sei es drum. Die paar Funken auf dem Dach oder auf dem Waggon können jetzt doch nicht schaden. Wichtig ist, dass wir grundsolide in Lübeck ankommen. Ohne Zwangse dazwischen, auf dem Haltepunkt treffend und am besten noch pünktlich. Ich weiß gar nicht, Hamburg-Lübeck? Sind wir hier überhaupt irgendwann mit LZB unterwegs? Irgendwie glaube ich fast nein. Sicher bin ich mir aber nicht, werden wir mal sehen, gell? Ich glaube nicht, dass wir über VMAX 160 kommen werden auf der Strecke. Haben ja heute aber bei diesem sehr herrlichen sonnigen Wetter auch keine falsche Eile. So, 53 Kilometer noch bis Lübeck. VMAX 120 voraus. Vorsicht an der Bahnsteigkante, Zugdurchfahrt. So, VMAX 120, AFB umgehend nachgeriggelt und dann kommen auch schon vor uns noch die VMAX 140. Perfekt. Ich guck mal in die Kommentare. Der liebe Tobi hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein lieber Checko. Check, danke dir, mein Lieber. Ist jetzt schon ein paar Tage rum, aber wenn ich jetzt nachträglich vorlese, dann ist das halt schon korrekt. Eine sehr schöne Folge mit dem Karlsruher Kopf, mein Lieber, hat mir sehr gut gefallen. War eine schöne Erinnerung an die alten Zeiten. Check, mein Lieber, schön Oldenburg-Bremen gehämmert mit Karlsruher Kopf. So, und der Arzuaro schreibt auch, 110 N-Wagen, Karlsruher Kopf, jawohl, taugt ihm anscheinend, kann ich verstehen, war, ist, wie auch immer, eine wirklich schöne Zugeinheit gewesen, die wir da gelenkt haben, vor allem in der einheitlichen Lackgebung,
über das Rot hinweg von der 110, über die N-Wagen bis hin zum Karlsruher Kopf. Das war schon nett anzusehen. So, erste Zugbegegnung hier auf Hamburg-Lübeck. Wird auch mal Zeit. Ist ja irgendwie gefühlt noch recht wenig los. Aber guck mal, wie schönartig die 101 hier dahin bügelt. Sehr nice. VMAX 140. Wir schieben die AFB noch ein Stück hoch und ich glaube, das war's denn. Okay. Benny hat auch geschrieben, unter dem Video Folge 124 Transim World, eine halbwegs gute Fahrt. Mensch, Freunde. Ja, aber warte mal, ich muss vorausgucken. Wir nehmen die AFB raus. Leistung mal auf 0. Hä? Okay, schieben wir die Leistung wieder rein. War nicht gerade Halt vorauszusehen. Aber dann die AFB wieder hoch auf 140. Weiter geht's. Leistung auf 95%. Ich hätte gedacht, wir haben gerade gesehen, Halt voraus. Naja. Also nochmal zurück zum Kommentar von Benny, der schreibt, eine halbwegs gute Fahrt, oder? Nach der heutigen Fahrt solltest du, finde ich, auf jeden Fall einen Haltepunkt-Challenge einführen. Ah, ja, 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 ja. Ich bin... Vorsicht an der Bahnsteigkanten. Doch, doch, guck mal, wir müssen wieder drauf achten. AFB raus. Leistung raus. Sifa drücken und ein bisschen reinbremsen. Kann nicht schaden. Wir haben halt voraus. In gut 2 Kilometern. Da können wir uns entspannt nähern. Sollten halt ein bisschen aufpassen. Geschwindigkeitsprüfabschnitt und so, gell? Mein größter Feind gefühlt, wo ich immer noch nicht sicher bin, wo der liegt und wo nicht. Aber auch da kann ich mich nur immer und immer wieder wiederholen. So wie der liebe Tom sagt. Oder, dann fahr einfach ein bisschen sachter an die Geschichte ran. Dann kann schon nichts passieren. So, noch ungefähr Kilometer voraus, bis das Signal kommt. Wieso bremst du so massiv runter? Weil die AFB noch aktiviert war, gell? Also nähern wir uns langsam. 40% Leistung. Bei AFB 25. Ihr könnt doch mal kurz gucken, ob vor uns noch ein Zug irgendwo unterwegs ist, den wir sehen. Hier. Jo. Alles klar. Schaut nach einem Talent aus oder so. So, ist wieder frei. Soweit erstmal. Kriegen wir die AFB wieder hoch auf 140. Leistung rein. Und gucken mal, wie wir weiterkommen. Wenn der Zug vor uns jetzt bis durchgehend Lübeck vor uns ist, tja, dann ist so eine Sache, gell? VMAX 100, 150 sage ich schon, 85, dann bleiben wir auf 80. Und gucken mal, wo wir bleiben. Ach, können wir gleich wieder runternehmen. Wachsam, wachsam. Alter. Fahrschalter aus. Und Leistung wieder rein. Signal ist auf Fahrt gesprungen. Wir bleiben auf VMAX 80 mit der AFB. Vorsicht an der Bahnsteigkante, Zugdurchfahrt, Zugbegegnung da drüben, die Dostogarnitur. Auch immer wieder schön. So, und vor uns ist Halt voraus. Ja, mei. Achso, gerade umgesprungen. Just in dem Moment. Dürfen wir jetzt hochregeln? Schon, ja. Machen wir mal. VMAX 100 für sich. Leistung rein. 95%. Ab geht die wilde Fahrt. Und hier oben im hohen Norden darf es auch mal einen Wetterumschwung in Richtung Nebel geben.
Check. So, Leistung wieder raus. Wenn es jetzt die ganze Zeit so geht. Pah. AFB auf VMAX 80. Leistung ist drin. AFB wieder hoch. Das läuft ja heute. Habe ich mal immerhin was zu tun hier, gell? Ist auch nicht oft so. Aber das nächste Signal. Ja, ist klar, was passiert. Ich hoffe, dass wir hier irgendwann überholen können. Ansonsten, ja, kann ich mich nur wiederholen, werde es jetzt ein bisschen träge, bis wir da nach Lübeck durchstechen können. AFB wieder auf VMAX 140 bis zum nächsten vorausstehenden Signal, welches uns auf Halt stellt. Noch 41 Kilometer ist noch ein ganz schönes Stück. Also wir sind gefühlt noch nicht so wirklich weit gekommen, weil wir eben entsprechend langsam unterwegs waren. So, zurück zu euren Kommentaren. Der liebe Benny schreibt, es muss auf jeden Fall eine Haltepunkt-Challenge geben. Jo, mit dem Karlsruher Kopf im letzten Video war es schon nicht ganz einfach, glaube ich. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Es wird definitiv wieder Videos in Transim World mit einer Challenge geben. Auf was die genau ausgerichtet sind, ich kann es immer noch nicht sagen. Freunde, habe mir noch keinen Kopf drum gemacht. Wir schauen mal. Ihr werdet sehen, wenn es soweit ist. Und es wird passieren. Verlasst euch drauf. So, der liebe Nikolas hat auch kommentiert. Der Zugzielanzeiger hat einen Bug beim DB Karlsruher Kopf. Das habe ich gemerkt, ich habe ihn ständig reindrehen müssen neu und er schreibt es auch. Checko, das Ziel wird immer zurückgesetzt, sobald man ein Ziel eingesetzt hat und losfährt. Okay, danke für die Info, bin ich ein bisschen schlauer, ich war schon wieder am Verzweifeln. Mit natürlich immer der Suche nach dem Fehler im ersten Step mal bei mir. Aber ist ja gut, wenn es nicht so ist. So, mal kurz gucken, steht der Zug eventuell jetzt hier? Ja, und wir dürfen wohl vorbei, oder? I hope so, dass wir jetzt vorbeikommen dürfen. Dass wir hier mal ein bisschen auf Kurs kommen. VMAX 130 voraus. Bremsen wir kurz rein. Soll nicht mit der AFB runterbremsen, habe ich verstanden. Und die AFB stellen wir dann auf VMAX 130, schieben die Leistung wieder rein. Ab geht die wilde Fahrt. Vorsicht an der Bahnsteigkanten. Zugdurchfahrt. Und da ist der Zug übrigens gewesen. War doch kein Talent. War eine Dosto-Garnitur. Gut. Sind wir vorbei. Sehr nice. Flutscht. Halbwegs. Jetzt dann. In der Hoffnung, dass vor uns nichts Neues noch kommt. So, und den VMAX 160 tatsächlich noch voraus. Ja, schön. Können wir die 101 mal ein bisschen, ich hätte fast gesagt strapazieren, aber das wäre wahrscheinlich das falsche Wording, gell?
glaube nicht, dass wir hier was strapazieren. Hier ist auch noch mehr Dampf drin. Aber die 160 nehmen wir natürlich mit. So, AFB eingeklinkt. Passt. SIFA passt. So, also, einen Bug beim Karlsruher Kopf und dem Zielanzeiger. Check. Bin ich im Bilde. Der Niklas schreibt, die Bremsen vom Karlsruher Kopf sind schon sehr gewöhnungsbedürftig. Die Fahrgäste werden auf jeden Fall merken, wenn ein Neuer den Zug fährt. Ein Neuer so wie ich, ja. Das haben die auf jeden Fall alle gemerkt. Das ist schon krass vom Karlsruher Kopf. Ich bin mir ja gar nicht sicher, ob es vom Karlsruher Kopf her kommt alleinig oder ob das einfach die N-Wagen inklusiv komplett sind. Also die ganze Garnitur, eventuell sogar einschließlich mit der 110. Aber die Bremsen, die greifen echt krass rein. Also wenn du da reinbremst, das Ding steht fast auf dem Punkt. Pronto. Ja, hat mich tatsächlich ein bisschen zu schaffen gemacht hinsichtlich dem Fahrgastkomfort. Werden wir gleich auch noch einen Kommi sehen oder lesen, wo wir was sehen, dass das nicht immer ganz so schön gesehen wurde. Wenn ihr entsprechend hart reinbremse, kannst du ja nicht mehr mit 1,423 Meter kannst du gar nicht hart reinbremsen, rein theoretisch. Da ist das einfach entspannt. Aber hier beim Karlsruher Kopf geht das wohl schon. So, VMAX 90 voraus. AFB auf 90 geregelt. So, schieben wir die AFB mal auf 80 runter. Fast schon ein bisschen verbremst, gell? Was heißt fast? Wir haben uns verbremst. Und wieso? Kommen wir nicht weiter? Wieder zu doll gebremst. Eieieiei. Das muss ich auch noch lernen. Die Leistung jetzt zurück oder nicht? Jetzt kommt sie. Okay. 95% Leistung bei VMAX 85. Passt. Wir spotten bei der Geschwindigkeit einfach gerade mal von draußen. Dürfen schon hoch auf 110. Wirklich schick, oder? Junge, Junge. Und hinten die andere dran. Deswegen sind wir ja auch so performant mit der Leistung unterwegs, gell? Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir im Sandwich unterwegs sind, oder? VMAX 140. So, der liebe Mike hat auch geschrieben unter dem Video vom Karlsruher Kopf. Hallo Checo. Checo, hast du alles verlernt? Mit Gefühl losfahren und beim Bremsen auch mit Gefühl? Ja, Mann, Mike. Gib mir größte Mühe, mein Lieber. Ist halt nicht immer so einfach für einen Checo. Aber das ist das, was ich vorhin schon meinte. Da kommen noch einige Kommentare so ein bisschen zu dem Thema Bremsperformance des Karlsruher Kopfes. Beziehungsweise, was ich aus dieser Bremsperformance gemacht habe. Ja, ist halt so. Kann den Mike verstehen. War vielleicht nicht 100%, aber trotzdem nicht so schlecht. Jetzt kommt. Sobald es keine Zwangsinn nicht mehr gibt, ist doch schon mal die halbe Miete. Finde ich jedenfalls.
So, und der Herr Commander hat auch geschrieben, aber nur Smileys gesandt ausnahmsweise. Was ist denn da los? Der hat wahrscheinlich 3-8 im Turm gehabt. Robelio schreibt auch, es ist okay, aber geht besser. Ah, der Herr Robelio ist auch mal so mega kritisch, Mann. Den kann man das ja nicht recht machen. Jetzt hat er sogar noch geantwortet. Ich habe nämlich geschrieben, boah, das ist für mich echt gut gewesen, du harte Nuss, habe ich geschrieben. Und der Robelio schreibt, habe ich noch gar nicht gelesen, bis zum vernünftigen, richtigen Lokführer fehlt noch ein bisschen. Ist halt, was ist halt, du musst innerhalb einer Bremse ziehen, zum Stehen kommen, passend also nicht wieder lösen, aber wird schon. Ach so, meinst du. Oh, Zugdurchfahrt hier. Boah, wie knapp ist 140 vorbei. Sorry. Ich weiß, was er meint. Das ist genau mein Problem. Dass, wenn du die Bremse mal rein, er nennt es ziehen, wenn du die Bremse reinziehst, dass du die dann auch gezogen lassen solltest, bis du den Haltepunkt erreicht hast und dann halt einfach stehen. Das ist ein effektives, konsequentes, gekonntes Bremsverhalten. Das sehe ich ja genauso, ja. Aber davon bin ich noch richtig weit von weg. Wobei, dann greift er automatisch dem lieben Space Monkey oder Thomas Wiedemann seine Angabe. Vorsicht ist die Mutti der Porzellankiste, lieber ein bisschen langsamer reinfahren, reinbremsen, anstatt zu schnell. Also von daher, naja, ihr wisst schon, ich brauche mich nicht rechtfertigen, will ich auch gar nicht. Alle Dude, beste Grüße gehen auf jeden Fall raus Richtung Robelio. Kilometer. Also wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft. Ja, in so einer 101. Guck mal hier mit der Köhlerdöse. In so einer 101 stelle ich mir das schon sehr schief vor, muss ich sagen. Das ist schon was Feines, was Genaues. Wunderbar, ja. So, ich bin mir nicht sicher, ob, aber sage einfach mal Vorsicht an der Bahnsteigkante. Oh, aber hier schaut es doch so aus, als ob wir einfach ein Durchfahrtsgleis nicht unmittelbar am Bahnsteig haben. Doch, unmittelbar am Bahnsteig. Vorsicht an der Bahnsteigkante, Zugdurchfahrt. Wenn wir nächsten Bahnsteig sehen, fliegen wir mal voraus, wenn das denn noch irgendwie bei der Geschwindigkeit möglich ist, und spotten uns mal directly vom Bahnhof aus weg, dass wir mal sehen, wie schnell das ist, wenn wir da wirklich mit 140 durchkrachen. Das ist schon krass. Das nicht ohne. Mal gucken, ob ich dran denke. Hätte ich Bock drauf. Butterweich rutschen wir hier durch. Sehr geil. Wenn wir hier gerade so sind und ich die Kommentare fertig vorgelesen habe, dann luke ich gerade tatsächlich nochmal einfach auf meinem Telefon in Google Maps, um nochmal kurz Hamburg-München zu visualisieren. Ach, Hamburg-München. Hamburg-Lübeck. Beide Städte sind mir geläufig, auch von der Lage, aber so mal ein Streckenverlauf. Ist mir nicht so geläufig, von daher checken wir das mal ab.
Okay. Mit dem Auto sagt er Stunde, also 56 Minuten. Die Bahnverbindung schafft er in 47. Wir sind hier nach Fahrplan eigentlich in 43 Minuten unterwegs. Ah, cool. Und dann sehe ich auch halbwegs, wo es vorbeigeht mit der Bahn. Ahrensburg. Bargteheide. Der RE80, genau. Bad Oldesloe. Rheinfeld. Okay, cool. So, da kommt der Bahnhof. Das probieren wir mal aus. Ob wir tatsächlich, der ist auch nicht geschwindigkeitsbeschränkt oder so. Da müssten wir schon früh vorausfliegen. In der Hoffnung, dass uns das nicht irgendwie negativ reinsprengt. Ich fliege schon mal los, sonst schaffen wir das nicht. 140 km/h ist durchaus schon eine gewisse Geschwindigkeit. Ja, okay. Wir kommen noch gut schnell vorne voran. Jetzt machen wir es einfach mal. Den Spaß gönnen wir uns. Sifa immer ab und zu mal drücken. Nicht, dass der Zug dann auf der Strecke bleibt und wir stehen hier am Bahnsteig gucken, wollen gucken und nichts geht. So, hier drüben gerade. Auch interessant, fährt er ein. Da kommen wir. Verdammt schnell. Sandwich. Schick, schick. Das kam jetzt nicht so richtig schön rüber. Zum einen, weil es gerade wieder mal ordentlich geruckelt hat, gell? Ein bisschen uncool. Und zum anderen, irgendwie war die Spotter-Position gerade noch nicht so perfekt. Ich möchte das fast wiederholen, wenn wir nochmal die Gelegenheit dazu haben. In 11 Kilometer sind wir in Lübeck. Da haben wir schon Glück und es kommt noch ein Bahnhöfchen davor, wo wir nochmal probieren können zu spotten. Wenn es denn nicht schon losgeht mit Geschwindigkeitsreduzierung, Pipapo und Tralala, dann bleiben wir lieber hier in der Kanzel sitzen und konzentrieren uns, dass wir hier solide durchkommen, anstatt hier noch irgendwas passiert. So, Freunde, müssen wir schnell einen Schluck trinken von meinem Blubberwasser. Verzeiht es mir bitte, das bei einem Video. Ah, ich habe sogar noch Kaffee hier. Mmh, lecker, auch noch da. Prost Kaffee, Lieben. Kalter Kaffee. Wie war das? Kalter Kaffee macht müde Männer munter oder kalter Kaffee macht schön? Kalte Milch macht müde Männer munter. Kalte Milch macht müde Männer munter, oder? Kalte Milch macht müde Männer munter. Hm, wer weiß. So schön. Lass mal gerade hier von draußen nochmal spotten. Boah, wild. Aber nice. Ah, ein bisschen schwer hier. Na gut. Mal gucken, ob was dabei war. Auch gleich für ein Thumbnail. Ansonsten muss ich tatsächlich nach dem Video nochmal kurz reinladen, um hier ein solides Foto zu generieren. Muss ja alles Hand und Fuß haben. Sozusagen ein Schuh draus werden hier, gell? 6,6 Kilometer. Und tatsächlich ist es so, Freunde, vielleicht auch mal so ein kleiner Fun-Fact nebenbei. Ich kann mich in Train Simulator, ach was, in Train Sim World, verdammte Axt, ich kann mich nicht
zurücklehne in meinem Sessel hier, in meinem Stuhl. Ich bin hier mal so angespannt. Ganz komisch. Wenn ich mich hier probiere zurücklehnen, dann fühle ich mich nicht sicher in der Steuerung. Wir haben zu früh runtergebremst. Shit. Shitkram. Na, macht nix. Ja, Sifa. Wir hören schon die Möwen am Meer. Na, tolle Wurst. Also so hören wir im Fahrplan auf jeden Fall nicht auf. Hier kommt erst die Ankündigung und wir waren schon Meilen voraus auf 90 runter. Ach. Ja, so what. Ist halt so. Es lässt uns nicht maßgeblich im Fahrplan fallen. Und wir werden sowieso schon ein Stück zu spät sein, hätte ich gedacht. Bin mir nicht sicher, bedingt dessen, dass wir vorhin die ganze Zeit den Zug voraus hatten und da einfach nicht in Wallung kommen konnten, sondern tatsächlich immer wieder runterbremsen mussten. Na ja, macht nichts. So, da vorne geht es dann kurz schon runter auf Vormax 60. Befreiung ist möglich. So, Leistung 50%, allemal ausreichend, oder? Mehr ist hier nicht mehr nötig. 2,3 Kilometer bis zum Lübecker Hauptbahnhof. Gleiswechsel. Können wir hier gerade nochmal bei der Geschwindigkeit? Shit. So, wieder reingesetzt. Ich muss euch sagen, ihr habt es ja eben zum Anfang des Videos mitbekommen, dass es hier ein bisschen buggt. Liegt jetzt vielleicht daran, weil ich hier eine Mod drin habe von der 101, wo es ja nicht nur um die Lackierung geht, auch um Sound und so, dass da vielleicht was nicht passt, aber Transim World buggt bei mir im Grundsatz durchaus immer mehr und mehr. Ich habe auch Latenz halt mittlerweile eine extrem große auf die Fototaste, auf die F12-Taste, wenn ich darauf drücke, vergehen locker 4-6 Sekunden, bevor er wirklich erst auslöst und das Foto macht. Alles nicht so schön. So, wir bleiben. Achso, wir haben gar keine Leistung tatsächlich mehr reinbekommen. Warum eigentlich nicht? Wir können die AFB aber gerade auch ausmachen. Fahren wir ohne. Ich habe keinen Stress. Auf die letzten Meter.
Vormark 60 voraus. Und dann kommen wir in 900 Meter zum Halten. Freunde, sind wir da. Ich sag einfach schon mal vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Und ja, ihr seid gesund. Dann bleibt es auch ja gesund. Und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Video. Es war mir tatsächlich eine Freude. Ich weiß nicht, ob man es immer so glaubt. Manchmal glaube ich mir selber nicht. Aber tatsächlich, eine butterweiche, sanfte Fahrt hat Spaß gemacht. Ich würde glatt zurückfahren. Ich habe gar kein Problem mit, gar keinen Stress mit. Hallöchen Lübeck. So, und das ist das, was der Robelio meint. Wenn ich die Bremse hier reinziehe, kann ich immer die Leistung reinlegen. Das ist voll der Quatsch. Aber damit wir bis nach hinten durchrollern, ist das leider mal so nötig. Herrlich. Es ist so schön. 101 forever. Gut. Rechts entriegeln. Das war's, Freunde. Wir können hier auch gerade nochmal machen. Thumbnail schauen, aber finde ich immer nicht so gelungen, wenn der Bahnsteig. Ja, und wenn die Schnute hier, die ist auch klar, was ist los? Diese guckt so aggro, Alter, was ist denn los? Schiebt mal ein Stück ab, genau. Wenn die aber so ein bisschen im Weg ist, ist auch mal doof. Von der Seite zu dunkel. Ach. Ich probiere es trotzdem nochmal. Aber das sieht einfach nicht aus. Pass mal auf, jetzt gedrückt. Pam, und jetzt kommt noch. Oh ja. So. Also Freunde, danke fürs Reinschalten. Hier ist die Goldmedaille nur für euch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus!